Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo über Fred und George Weasley. Und ja, auch das hier ist der zweite Teil des ersten Faktenvideos über die beiden und jetzt habe ich insgesamt 10 weitere Fakten für euch. In der Hoffnung, dass es euch gefällt, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Und wie üblich beginnen wir mit Fakt Nummer 1. Fred und George Weasley, welche von James und Oliver Phelps verkörpert werden, sind beide Teil der insgesamt 14 Schauspieler, die in allen 8 Harry Potter Filmen dabei waren. Fakt Nummer 2. Warst du dir in den Filmen oft unsicher, wer von den beiden jetzt Fred ist und wer George? Auch wenn es minimale äußere Unterschiede, wie zum Beispiel ein Muttermal gibt, haben die Filmemacher eine viel bessere Eselsbrücke in die Filme eingebaut. Dort ist es nämlich so, dass Fred immer auf der linken Seite des Bildschirms steht und George logischerweise auf der rechten Seite. Also genau in der Reihenfolge, wie man ihre Namen liest. Fred und George. Fakt Nummer 3. Freds letzte Worte, bevor er starb, waren: Du machst tatsächlich Witze, Purse. Ich glaube nicht, dass ich dich Witze machen gehört habe, seit du... Damit endete Freds Zitat. Fakt Nummer 4. Schulisch waren Fred und George die am wenigsten erfolgreichen Kinder von Molly und Arthur Weasley. Sie verdienten jeweils weniger ZAGs als ihre Brüder und sind die einzigen Söhne, die keine Vertrauensschüler wurden. Fakt Nummer 5. Fälschlicherweise schrieb J.K. Rowling in den Weasley-Stammbaum, dass Fred Weasley im Jahre 1997 verstarb. Dies ist jedoch falsch, da er, wie wir alle wissen, im Mai 1998 während der Schlacht um Hogwarts verstarb. Fakt Nummer 6. Die Namen Fred und George sind angelehnt an Mollys Brüder Fabian und Gideon Pruitt. Angelehnt deshalb, weil Fred mit einem F beginnt, genauso wie Fabian, und George mit einem G, genauso wie Gideon. Fakt Nummer 7. In der gesamten Harry Potter Geschichte wurden Fred und George Weasley nur verletzt oder gar getötet, wenn sie sich voneinander trennten. Waren sie zusammen, geschah ihnen nichts. Fakt Nummer 8. James Phelps gab zu, dass er während der Szene, in welcher Fred tot auf dem Boden lag, wirklich am Schlafen war. Und das tatsächlich über die Aufnahmen hinaus, sodass die komplette Filmcrew ohne ihn zum Essen ging, damit er weiter in der großen Halle schlafen konnte. Fakt Nummer 9. Fred und George Weasley gehören zu J.K. Rowlings Lieblingsfiguren des Harry Potter Fandoms. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Laut J.K. Rowling ist George Weasley der sanftere der beiden Zwillinge, während Fred normalerweise der lustigere, aber auch grausamere war. Ja, das waren meine 10 neuen Fakten über Fred und George Weasley. In der Hoffnung, dass ihr vielleicht davon einige noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und auch gerne ein Abo auf meinem Logo freuen. Wollt ihr jetzt noch weitere Faktenvideos abchecken, empfehle ich euch die unten verlinkte Playlist und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und ihr wisst es Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!